Sehr gut. Also dann einmal ein herzliches Willkommen an alle unsere Teilnehmenden. Ich bin Nicole Balling, ich bin eine Teamerin der Internationalen Jugendbegegnung und heute haben wir Frau Lagrene zu Gast. Ilona Lagrene ist die ehemalige Vorsitzende des Landesverbands Deutscher Sinti Baden-Württemberg und Bürgerrechtsaktivistin, genauso wie ihr verstorbener Mann. Und heute werden wir ihr ein bisschen zuhören und etwas über ihre Geschichte erfahren und vor allem über die Geschichte der Sinti und Roma und uns damit beschäftigen. Genau, dann erstmal Frau Lagrene. Dann würde ich jetzt direkt anfangen und Sie fragen, wenn man Sie nach Ihrer Geschichte fragt, was erzählen Sie dann? Also wenn Sie gefragt werden, wie fassen Sie dann zusammen, wie stellen Sie sich vor? Ja, wie stelle ich mich vor? Ja, ich bin ein Kind von Überlebenden, die den Nationalsozialismus überlebt haben. Und ich bin 1950 geboren und zwar in Heidelberg und bin da auch aufgewachsen in der Pfaffengasse. Ich muss dazu aber auch erwähnen, die Pfaffengasse ist sehr bekannt, denn da ist auch das Geburtshaus des ehemaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Ah, okay. Und so weit zur Information. Und was mich halt geprägt hat, das waren halt als was ich als Kind mitbekommen habe, das waren halt auch die vielen Sachen, die die Eltern eigentlich so erzählt hat, überwiegend meine Mutter, auch mein Vater, in dem eigentlich Menschen, die zu Besuch kamen sich gegenseitig aufsuchten in dieser Zeit, weil ja keiner wusste, wer hatte überlebt. Man suchte nach seinen Menschen, Angehörigen. Und da gab es halt diese Gespräche oder abends oder nachts, wo sie denken, dass die Kinder schlafen, wo man denkt, und in Wirklichkeit aber hat man die Gespräche mitbekommen. Das heißt, wir haben auch schon als Kind den Poraimos quasi miterlebt oder man hat in Ihrer Familie schon darüber gesprochen? Man hat in meiner Familie darüber gesprochen. Ich bin damit aufgewachsen und das hat mich wirklich geprägt. Und ja, ich nehme gerne das Wort Manushengo Mareben. Mhm. Ich übersetze es Ihnen in Deutsch in Menschenmorden, Staatsvölkermord. Und für uns als Kinder und auch nachher natürlich als Jugendliche war das eine Sache, die eigentlich mich sehr geprägt hat, überwiegend auch meinen Mann natürlich. Mhm. Haben Sie dann damals schon das Bedürfnis gehabt, sich später auch eben für Deutsche, Sinti und auch für Roma einzusetzen? Ist da schon so diese Idee entstanden? Als Kind eigentlich, ich war ja in Heidelberg, bin ja da aufgewachsen in diesen Straßen und Gassen, das ist unweit von der Alten Brücke, ja eigentlich die dritte Straße von der Alten Brücke aus und ja, man hat halt seine Spielkameraden gehabt, unter anderem und Schulkameraden, aber auch natürlich von unseren Sinti, die da wohnten, man hatte, wie ich schon sagte, auch immer wieder mal, die Konflikte kamen dann raus bei den Schulkindern ab und zu eben. Einfach diese Vorurteilsstruktur, wo sie ja wussten, man ist Sinti. Und wenn dann manchmal, ich sage jetzt mal im Umgang oder beim Spielen, etwas nicht so war, wie sie das wollten oder so. Und dann ist man schon oft oder ab und zu dann betitelt worden als mit diesem Zitwort. Und das tut natürlich als Kind auch weh. Aber dennoch hat es auch so eigentlich einem auch Kind auch mitgeprägt, ja, diese Verletzungen, die man ja da hatten. Man hat auch nicht verstanden immer, warum die einem so benennen, denn wir selbst nennen uns ja Sinti oder Roma. Ja, das heißt, Sie haben als Kind in der Schule auch schon Schikane dafür erfahren, dass Sie selbst... Ja, mit diesem Zitwort war das eine Sache, die natürlich gang und gäbe war, immer wieder vorkam. Und ich wollte jetzt noch mal genauer nachfragen, ob Sie uns noch ein bisschen mehr über die Geschichte von Ihrer Familie erzählen können. Also eben die Überlebenden oder was, wie war das genau? Ja, also wie schon sagte ich, meine Familie war ja bei der ersten großen Deportation im Mai 1940 dabei.
Ja, zuvor muss ich Ihnen sagen, dass meine Familie eigentlich schon vor der Jahrhundertwende schon zum Teil in Heidelberg lebte und aber dann auch um die Jahrhundertwende eigentlich dahin zog. Und es war dann so, dass eigentlich mit der Machtergreifung damals natürlich auch die Stadt, die Behörden wie Polizei und Jugendamt, was es alles gab an Ämtern, die natürlich dann schon damals angefangen haben, eigentlich die Leute zu schikanieren, sage ich jetzt mal. Sie wollten sie eigentlich weghaben. Man muss dazu auch sagen, es gab in Heidelberg einen Verein, den Verein Alt-Heidelberg, und der natürlich auch daran mitbeteiligt war, die Familien aus der Altstadt wegzubekommen. Denn überwiegend sind die eigentlich in der Altstadt gewohnt. Mhm. Und ich greife Ihnen jetzt so weit zurück, damit Sie die Zusammenhänge jeder verstehen kann. Mhm. Es war dann so, dass die Menschen schikaniert wurden und man hat ihnen einen Fürsorger ins Haus geschickt, er soll die Familien kontrollieren. Die Leute waren alle berufstätig oder waren selbstständig, ganz unterschiedlich, und jedenfalls die Leute hatten keine Fürsorge, wie man das damals benannte, ja, bezogen, ja. Und somit hatte die Stadt eigentlich keine Handhabe, sie in der frühen Zeit schon 35 war, das sie wegzubekommen. So hat man sie eben schikaniert, ja. Und es gab da natürlich auch diese Vorfälle, in dem der Druck dann immer stärker wurde. Mhm. Und somit hat eigentlich meine Familie und auch die anderen Familien, die meisten von ihnen, Heidelberg verlassen unter diesem Druck der Stadt und sind dann in andere Städte, damals 1936, Ende 35, ich sag jetzt mal geflohen, ja? Ja. Um einfach da, sie wollten nicht abhängig werden von der Stadt und sie wollten ihre Berufe eigentlich aufrechterhalten, auch ihr Gewerbe behalten, ja. Und deswegen haben sie Heidelberg verlassen. Und es war dann einfach so, dass ein Teil nach Köln, aber auch andere Städte, meine Familie zum Beispiel, ist damals nach Ludwigshafen gegangen, ja, wo okay. sie auch natürlich dann da Arbeit gefunden haben, wie bei damals schon Annelien hieß es, BASF, und auch in anderen, oder mein Mann war auch bei der Firma Steirer, Kraftfahrer und so weiter und so fort. Damit hat es eigentlich angefangen, dass eigentlich, dann kam ja die Festschreibung 39 und dann so langsam hat man die Leute alle erfasst, und wir wissen, dass die Mai-Deportation am 16. Mai war. Mhm. Und meine Familie wurde dann damals auch mit verhaftet. Mit den anderen sind die Familien, die eben in Ludwigshafen war, aber auch in, zum Beispiel aus der Pfalz, ja, auch die Menschen aus Mainz, die sind dann damals über den Hohen also nach Asberg deportiert worden unter anderem. Und man hat sie am Bahnhof von Asberg gesammelt. Und von da sind sie in Asberg dann, als sie ankamen, diesen Berg, der ist ja auch aus vielen Fotos eigentlich, denke ich, bekannt, indem man sieht, wie die Menschen vom Bahnhof aus diesen Weg zurücklegen, hoch auf den Asberg. Mhm. Dort sind die wenigen, die damals noch nicht rassebiologisch untersucht waren, wurden dort dann untersucht. Und dann ging der Transport am 22. Mai in die Konzentrations- und Vernichtungslager nach Polen, in die Ghettos und Konzentrationslager. Meine Eltern kamen unter anderem, die waren in Radom, auch in den vielen anderen Nebenlagern, die kann man gar nicht alle aufzählen, was es da gab. Und bei dieser Deportation damals habe ich dann nachher aus den Entschädigungsakten meiner Mutter gelesen und wusste, dass sie schwanger war. Denn als sie dann nach Polen kam und am 14. Juni dann ist damals eine kleine Schwester geboren worden. Mhm.
Eine kleine Schwester von Ihnen wurde. Ja, genau, eine kleine Schwester von mir, ja, genau. Und es kam dann noch ein Kind, ein Junge, und die sind dann beide ermordet worden in Radom damals, als er somit nicht überlebt. Und als meine Eltern dann nach dem Krieg, nach dem Holocaust, in dem es schreckliche Sachen gab, die man weiß, und wenn ich die vielleicht an dieser Stelle, wir sind ja schon mittendrin, dann erzähle ich das ihnen auch gerne. Und es war dann auch so, dass die Menschen ja oft selektiert worden, ja. Meine Mutter zum Beispiel, die musste sogenannte Schützengräben ausheben, und meine älteste Schwester, Renate, die war damals 6 Jahre alt, die musste ihr mithelfen. Und hat immer meine Mutter versucht, unauffällig, dass es diese SS, die oben an dem Rand hin und her lief mit den Gewehren, dass die nicht sehen, dass sie meiner Schwester so hilft. Sie war ja noch sehr klein, ja, mit diesen Chippen. Das war schon bei der Arbeit geholfen. Ja, ja, hat sie ja heimlich geholfen oder hat so eine kleine Treppe so gemacht, damit es für sie nicht so arg hoch ist, diesen Schmutz, also den Dreck da hochzuschmeißen, den Sand. Und da ist sie dann auch mal hingefallen, und meine Mutter hat sie dann ganz schnell hochgezogen, weil sie gesehen hat, wie der SS am Rand schon angelegt hatte, ne, um sie zu erschießen. Und sie war halt sehr schnell, und dann somit konnte sie meine Schwester davor bewahren. Aber es war auch so, wenn man nicht schnell genug war, dann wurden die Menschen einfach erschossen. Und es gibt auch einen Zeitzeugenbericht von meiner Schwester, von meinen beiden Schwestern, in dem das eigentlich sehr detailliert hervorgeht. Ich habe damals in den 90er Jahren Zeitzeugeninterviews durchgeführt. Vielleicht kennen Sie auch dieses Buch, es heißt Wegkommen. Ich habe auch einen Vortrag von Ihnen gesehen auf YouTube, in dem Sie einen Text vorlesen, ich glaube von Ihrer Schwester geschrieben. Meine Schwester Renate? Ja. Ja, genau. Genau. Und auch meine Schwester Lore Georg hat ja auch ihren Bericht abgegeben. Damals konnte man mit vielen den anderen Leuten, ich glaube es waren 5 oder 36 Zeitzeugeninterviews, die ich damals mit meinem Mann durchgeführt habe. Und die mir dann von Romanes ins Deutsche übersetzt haben. Leider ist es vergriffen. Manchmal hat man Glück und findet es noch irgendwo im Internet zu kaufen. Mhm. Aber es ist so gut wie nicht mehr zu bekommen. Aber ja. Haben Sie mit Ihren, haben Ihre Schwestern ihr auch diese Geschichten erzählt? Oder zum Beispiel diese Sache mit, dass ihre Mutter schwanger gewesen war und die beiden Kinder verloren hat, haben Sie das dann später für sich rausgefunden? Oder haben Sie darüber geredet? Ich wusste von meinen Schwestern, dass da 2 Kinder waren und dass die ermordet wurden. Mehr wusste ich damals nicht. Aber aus den Entschädigungsakten habe ich dann das Datum ersehen können und wusste dann, dass das Kind kurz nach dem Eintreffen eigentlich damals in Polen dann geboren wurde. Ja? Ja. Die Kleine, die hieß Amanda. Und der kleine Junge, der hieß Wilhelm. Und daraus konnte ich das dann einfach sehen und einige Sachen, auch noch andere Sachen herausfinden, wo ich dachte, ich weiß alles und dennoch nicht alles wusste. Ja. Das heißt, Sie haben dann selber, als Sie angefangen, also das ist jetzt eigentlich meine direkt nächste Frage, wie Sie zu Ihrem Engagement dann in der Bürgerrechtsbewegung gekommen sind. Sie haben jetzt kurz schon Ihren Mann erwähnt und diese Zeitzeugengespräche, die Sie gemacht haben. Vielleicht können Sie uns ja da gleich nochmal mehr erzählen, wie das angefangen hat und was Sie da alles gemacht haben. Ja, also bewegt hat eigentlich die Bürgerrechtsarbeit, das war die junge Generation. Schon in den Mitte der 50er Jahre, 56, 58, um diesen Dreh, war ja schon der Onkel von Romani Rose, Vinzenz Rose, aber auch sein Vater Oskar Rose. Die wollten damals schon eigentlich eine Initiative mit den Sinti zusammen eigentlich aufstellen, aber es war halt so, dass viele von den alten Leuten, die überlebt hatten, einfach Angst davor hatten, ja. Das ist auch eine Sache, die mich geprägt hat, auch mein Mann, überhaupt die Kinder damals.
Situation, weil man hat diese Angst von den Eltern, die hat man gespürt, ja. Man hat es gemerkt, indem, wenn man ein bisschen laut war im Haus, dass dann hieß, leise. Sie wollten nicht auffallen, sie wollten einfach auch ihre Ruhe, aber es war diese Angst, die sie einfach geprägt hatte, irgendwie sichtbar werden. Das wollten sie alle nicht, weil sie Angst hatten durch das, was sie erlebt hatten. Die Traumatisierung war ja nach wie vor da, die ist ja geblieben. Und das sind die Sachen, die eigentlich dann damals so waren, dass sie nicht eigentlich sich daran beteiligt haben. Herr Vinzenz Rose, soviel ich noch weiß, der hat eigentlich damals noch schon dann doch einen Verein gegründet. Ich glaube, das sind die Ostdeutschlands. Mhm. Und jedenfalls war er in Kontakt mit den Überlebenden und wollte halt da was tun. Dann war es halt so, dass man dann eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, das war, glaube ich, 72. Da war die erste Demonstration in Heidelberg. Und zwar ist vorangegangen, dass damals eine Familie Lehmann, dass da die Polizei auftauchte. Ich glaube, es war Vatertag oder sowas. Jedenfalls, man hat damals den Familienvater erschossen. Und darauf dann haben sich die Sinti wirklich bewegt und haben gesagt, hier müssen wir jetzt was tun, wir können das nicht weiterhin so einfach lassen. Wir müssen uns jetzt wirklich wehren. Und da haben dann die alten Leute eben sich eben mit engagiert und waren bei dieser ersten großen Demo in Heidelberg durch die Hauptstraße. Man hat sich damals am Messplatz getroffen oder gesammelt und dann ist man da durch die Hauptstraße in Heidelberg eigentlich gelaufen mit Transparenten. Ist ein ganz bekanntes Foto, was man da sieht. So hat eigentlich das viele so mitbewegt, also die Generation damals. Ich sage jetzt mal, wir als 69er, wir waren dann da schon jugendlich und man wollte dann schon auch vieles dann doch mitbewegen. Aber so ganz einfach war es dann auch nicht. Mein Mann, der hat sich schon sehr früh organisiert gehabt, schon Anfang der 70er mit Romani Rose, aber es war auch der Anton Franz dabei, es war der Alfons Schmidt dabei, es waren einige, die da dabei waren und die haben sich dann immer eigentlich in Abständen getroffen, in Ludwigshafen. Mhm. Der eine hatten da im Gartenhaus und da haben sich getroffen und haben dann eigentlich über die Politik gesprochen und was man eigentlich unternehmen und tun kann in diesen Jahren. Und das waren einfach Sachen, ich habe ja das mitbekommen. Ich habe dann mittlerweile auch schon 2 Kinder, 3 Kinder sogar. Und so konnte ich natürlich als Frau da nicht gleich immer. Wann haben Sie denn geheiratet? Also ab wann waren Sie mit Ihrem Mann zusammen? Ab 1968, wir haben dann 69 geheiratet. Okay. Aber also 67 eigentlich, aber dann 69 haben wir geheiratet. Ja, und ich habe ihn schon mitbekommen, aber also waren mehr noch ein zuhörender Part oder wie kann man? Nein, sie haben halt darüber diskutiert. Und ich habe das natürlich zu Hause mitbekommen, weil wir haben darüber gesprochen. Ne? Es war ja damals gang und gäbe, die Diskriminierung. Es hatte sich ja damals nichts geändert ja, für die Minderheit, sondern es war ja so, dass in den vielen Sachen, die ja da geschehen sind, weiterhin das Unrecht eigentlich aufrechterhalten worden ist. Es war zuvor auch so, dass meine Eltern, als sie nach Heidelberg zurückkehrten, war so, dass mein Vater damals einen Antrag auf Hilfe stellen wollten. Sie hatten ja nichts mehr, sie hatten ja alles verloren. Und was sie mitnahmen damals, das war 20 Kilo Gepäck, ich muss Ihnen da nichts sagen. Da kommt man zurück mit nichts, alles andere musste man ja zurücklassen. Und es war dann so, das Erste, was eigentlich dann ihm geschehen ist, das war, er wurde Polizei. Dienstlich, erkennungsdienstlich, muss man sagen, erfasst von der Polizei. Das war 1947. Er wurde quasi wie ein Krimineller erfasst. Ja, genau. Das waren ja, die ganzen Gesetze waren ja noch da. Und das waren dann nachher für uns natürlich mit Beginn der Bürgerrechtsbewegung die Sachen, die eigentlich die jungen Leute, aber auch natürlich die Älteren, die uns da unterstützt haben,
ja, sehr bewegt haben, ja, und aufgebracht, muss man sagen. Man darf nicht vergessen bei dem Ganzen, den Leuten wurde ihre Verfolgung aberkannt, muss man sagen. Nicht nur ihre Staatsangehörigkeit, indem man viele Menschen als Deutsche ausgebürgert hat und sie als Staatenlose erklärt hat, sondern ist auch hingegangen und hat geleugnet den Völkermord. Es sei kein Völkermord aus rassischen Gründen gewesen. Ja. Und als ihre Anträge stellte, wurden die ihnen versagt. Selbst den Leuten, die in Auschwitz waren, war es am Anfang nicht so einfach, überhaupt irgendwas zu bekommen. Nachher waren das die einzigen durch diese KZ-Nummer, die sie ja im Arm eintätowiert hatten, dass sie das eigentlich dann anerkannt haben, ne? Das darf man nicht vergessen mit dieser Nummer. Und man hat auch den Babys in Auschwitz, die ja sehr klein wie, da konnte man die Nummer nicht in den Arm tätowieren, da musste man es in den Oberschenkel machen. Und ich möchte mich dazu jetzt im Einzelnen da nicht so, weil das mich doch zu sehr bewegt. Ja, das. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es war auch so, dass eben diese Rassegutachten, die ja von Eva Justine und Dr. Ritter erstellt wurden, damals, das waren ja die Todesurteile für viele der Menschen, ja. Und diese Akten, die waren natürlich nach 45 immer noch in den Behörden. Man wusste, die waren auch in Karlsruhe und man wusste das, auch die Bundesregierung und was es verschiedene Behörden wussten, dass die Akten da sind und dennoch hat keiner es für nötig gehalten, diese Akten an den Platz zu bringen, da wo sie hingehören, nämlich damals ins Bundesarchiv nach Koblenz. Ja, das heißt, alle Beweise sind ja sozusagen da gewesen, aber Ja, die Anerkennung ist, war ja nicht da wie. dann ist da der Kleine. Ja, das genau ist das, genau das war der Fall. Und ja, und somit war es dann so, dass eigentlich ein kleiner Teil von den, ich muss noch eins dazu sagen, dass eigentlich auch viele bei den Entschädigungen, Verhandlungen, sage ich jetzt mal, die vor Gericht ja stattfanden, dass man dann da auch noch sogenannte Z-Spezialisten hinzuzog, ja. Also Wie diese alten damals. Pseudowissenschaftler, die schon im Ja, die hat NS man dazu befragt, ne, und hat sie zu den Entschädigungen dazu geholt. Und eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da gab es dann auch den Dr. Arnold aus Landau aus der Pfalz, der ja da auch die ganze Jahre noch Leiter des Gesundheitsamts war in Landau. Aber es gab ja auch diese Sophie Erhardt. Und diese beiden hatten einen Teil dieser Akten, die ja immer da hin und her wanderten zwischen ihnen und das mit dem Wissen der jeweiligen Behörden. Das heißt, Und wir hatten noch diese Karteien, diese die alten hatten diese Stellen. Karteien, ja, die jetzt noch bekannt sind, die ja im Bundesarchiv da sind. Der ganze Bestand wurde leider nicht gefunden. Der ist irgendwann, ist der irgendwie verschollen oder man kann auch sagen, vielleicht haben die den irgendwo eingemauert und man wird es vielleicht irgendwann mal herausfinden in irgendeinem Raum, weil so einfach war diese große Menge, ich glaube, es waren 25.000 Akten, wenn ich richtig in der Zahl bin, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Und die ist jetzt aktuell nicht auffindbar. Ja, genau. Die waren auch dann in den 70er, als wir dann da die Demos und so angefangen haben mit dem Ganzen, waren die dann plötzlich nicht mehr zu finden, obwohl sie die jahrelang ja mitgearbeitet hatten in den Entschädigungssachen. Aber auch eben dieser Arnold, der wurde auch zu Entschädigungsfragen eben als Gutachter auch einbestellt, neben vielen anderen auch, ne? Und so war es, Die bitte. Täter, wie bizarr, dass diese Täter sozusagen mit eingebunden werden in so in Prozesse danach, in denen es um Entschädigungen geht. Ja, genau, das war ja das Schlimme daran. Und es ist eigentlich unvorstellbar. Und als dann damals in Tübingen hat man dann vielmehr, es war jemand, der uns damals mitteilte, dass ein Teil dieser Akten in Tübingen lagerten, in der Uni. Und mit der die Professorin Sophie Erhardt, die ja auch die Rassegutachten zum Teil miterstellt hat, immer noch mitarbeitete. Und wie Ach, schon da ist genannt, in den 70ern ist das jetzt das gewesen. war 1900, also ja, aber man hat es raus, also die Besetzung war 1981 dann.
Okay, die Besetzung an die An der Universität. Uni in Tübingen, ja, weil man rausbekommen hat, dass da die Akten sind. Und dann ist jemand da reingegangen und hat eben gesagt, man hätte einen Termin mit der Professorin Frau Erhardt und bei denen den Räumlichkeiten oder halt über diesen Sachbestand, der da war. Und dann, wo das denn sei. Und dann hat man ihm diesen Weg natürlich gewiesen. Und damit sind halt dann alle, die dabei waren, es waren 18 Personen, die sind dann alle zusammen da rein, runter. Es, glaube ich, war ein Keller unten und dann haben die sich da hingesetzt oder waren gestanden und sind da nicht mehr weg. Ne? Da war auch mein Mann dabei. Es war auch Hildegard Lacrene dabei. Es war die Frau dabei von Lollitz Birkenfelder aus Freiburg, der ja auch engagiert war in der Bürgerrechtsbewegung und davon, der auch Gedichte geschrieben hat. Und ja, und da war man dann eigentlich bis zum Abend. Man hat in der Zwischenzeit versucht, die Menschen rauszubekommen. Man hat die Polizei geschickt, mit Hausfriedensbruch und Anzeigen gedroht und allem. Aber es ging keiner weg, weil man wusste ja, wenn man jetzt diesen Ort verlässt, dass die Akten weg wären. Ja. Und so haben sie dann ausgeharrt bis zum Abend. Es waren auch viele Überlebenden dabei. Und dann haben sie eben bis zu dem Zeitpunkt sind sie da geblieben. Dann kamen so kleine Konvois und dann konnten sie diese Akten dann natürlich da Können hin Sie zu sie dieser mitnehmen? einladen. Ja, genau. Und viele von ihnen haben dann gesehen und haben ihre Angehörigen unter anderem, ja, Gutachten davon gefunden und gesehen. Also es war schon erschütternd. Das heißt, also das hat dann nochmal einen großen Teil zur Aufklärung beigetragen, dass diese dann nochmal öffentlich geworden sind oder dass die dann für die Bürgerrechtsbewegung quasi zugänglich geworden sind. Hat das Ja. dann geholfen in den Entschädigungsverfahren? In den später, ja, die dann später ja gemacht worden sind. Man muss ja hier auch noch sagen, vor dieser ersten, nach dem Hungerstreik gab es ja noch so dann erstmal die Anerkennung des Völkermords, muss man sagen, 82 durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Man muss sich vorstellen, dass erst 1982 der Völkermord an Sinti und Roma anerkannt wurde. Ja. Ja, dass er aus rassischen Gründen war. Das sind diese Sachen, die eigentlich nicht zu glauben sind in dieser Zeit und dass so viele Täter auch immer noch in den Ämtern waren, wie in Baden-Württemberg, Paul Werner ja, das sind die Sachen, die viele Menschen leider nicht wissen. Ja. Aber die eigentlich unsere Menschen und unsere Generation eigentlich immer wieder dazu motiviert hat und bewegt hat, eigentlich was zu unternehmen. Jedenfalls sind dann damals diese Akten dann von Tübingen aus eben von unseren Menschen selbst dann eben nach Koblenz war damals das Bundesarchiv noch, ja, dahin verbracht worden. Ja. Und dann nach diesen der Anerkennung des Völkermords und dann gab es ja den Verband Deutscher Sinti, den damals Herr Rose vorstand und dann gab es dann den Zentralrat später und ja, dann kamen die einzelnen Landesverbände eben dazu, wie Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und mittlerweile gibt es fast in jedem Bundesland also Da hat ein sich dann alles gegründet quasi und gefestigt. ganz genau. Aber man muss auch sagen, das ist keine einfache Sache mehr zu der Entschädigung. Also ohne den Zentralrat und auch zum Teil die Aufarbeitung der Verbände, dass man bei den Entschädigungsfragen den Menschen geholfen hat und man sie durchsetzen konnte. Ist ja traurig genug, dass man immer nur mit Druck, also man musste immer nur man musste in die Öffentlichkeit gehen, um es öffentlich zu machen und sich da auseinandersetzen, um etwas zu erreichen. Das war keine Sache, wo jemand, man hat was hingeschrieben und dann hat es geheißen, ja, das klappt, das wird gemacht. Ja, und das Ja. gab es nie. Es gab immer etwas dagegen und man musste wirklich, es war manchmal ermüdend, muss ich sagen. Ja. Aber man hatte so viel Motivation von den Überlebenden, wenn man ihre Geschichte hörte und kannte und sie
betreute, war es umso mehr für einen von Bedeutung, diesen Menschen zu helfen. Können Sie da hier auch noch mal genau erzählen, was dann die Arbeit des, also die, eben in dem Landesverband, also für Baden-Württemberg, in dem Sie auch gewesen sind, was Sie hier alles für Arbeit gemacht haben, also wie das angefangen hat und was auch heute so die Schwerpunkte noch sind? Also für, ich habe damals im Landesverband, der wurde gegründet 1986, war da Gründungsmitglied, auch mein Mann. Und leider sind die anderen Gründungsmitglieder mittlerweile verstorben. Also mein Mann ja leider auch. Und so ist dann dieser Landesverband Baden-Württemberg eben entstanden. Ja, er wurde dann in 1989 war dann eine Eröffnung. Es gab, es wurden Mittel bereitgestellt für ein Büro einzurichten. Das war damals in Heidelberg und dann hat man einfach damit angefangen. Eigentlich war es eingerichtet für eine soziale Beratung und Hilfe, aber damit, das konnte man nicht in diesem Rahmen beibehalten, weil einfach es gab auf allen Ebenen, gab es einfach einen Bedarf an Hilfe, wo die Menschen in Anspruch genommen haben und wo man auch tätig werden musste, auch viel ehrenamtlich. Das heißt, Sie haben hier auch bei eben zum Beispiel jetzt bei Entschädigungsanträgen geholfen. Ja, zum Beispiel bei Entschädigungsanträgen, aber auch bei vielen Sachen im schulischen Bereich. Es war damals auch gang und gäbe, dass man einfach, die sind die Kinder, die in die Schule eingeschult werden sollten, wollte man eigentlich immer in die Sonderschule abschieben. Und dann musste man sich eben da auch mit den Schulämtern dementsprechend in Verbindung setzen und auseinandersetzen. Aber es gab auch immer wieder diese Diskriminierung auch bei der Arbeit. Die gibt es, muss ich sagen, heute leider auch noch. Und ich finde es einfach traurig bei dieser ganzen Arbeit, die man davor geleistet hat. Aber man war auch in den Schulen. Ja, man hat Vorträge gehalten, man wurde eingeladen, also ganz unterschiedlich, um einfach, ja, es war schon damit, es gab damals eine kleine Ausstellung schon vom Zentralrat und sie sind den Trauma-Bürger dieses Staates. Diese Tafeln konnten man dann auch in Schulen mitnehmen oder manche Schulen haben sie dann über einen Zeitraum ausgestellt, indem man dann einfach ein Programm aufstellte, indem man unterschiedliche Vorträge machte oder ein Workshop oder sowas. Also das hat man in der Zeit, also Aufklärung, denke ich, ist viel, viel, viel passiert damals. Ja. Aber man muss auch sagen, dass leider so viel, wenn man heute die Situation sieht und hört, ja, war es noch nicht genug. Denn heute ist es immer noch traurigerweise in vielen Sachen immer noch die Diskriminierung da, die die Menschen immer wieder erfahren. Aber nochmal, lassen Sie mich zurückkommen zu den Überlebenden, was so bewegt hat. Alles gut. Okay. Also die Erfahrung, die man mit den Menschen gehabt hat, die möchte ich nie missen, weil das war so eine tolle Erfahrung. Es war in Baden-Württemberg für mich als Frau in der Politik nicht leicht. In der Zeit schon gar nicht, ne? Und ich habe auch ab und zu hören bekommen, ach, Frau Lacren, ich habe Sie mir gar nicht so vorgestellt. Ja, ich weiß nicht, was Sie erwartet haben. Ich möchte darauf nicht eingehen. Ich habe es dann ignoriert. Aber wenn man schon alleine sowas zu hören bekommt, dann ist es schon, ja, dementsprechend. Also, und so war es dann eben auch viel mit der Anerkennung selbst im Lande und mit den Gedenktafeln, wo man angefangen hat, dann so langsam. Ich habe dann verschiedene Orte, wo ich wusste, die zentrale Orte, die eigentlich eine große Rolle spielten, angeschrieben, wie vor allem, ich sage jetzt mal Tübingen, ja, in dem ja eigentlich die Rassegutachten geboren wurden von Robert Ritter und Eva Justin. Genau. In dieser Stadt und ich habe die damals angeschrieben und betreffend einer Gedenktafel und die wollten sie nicht. Sie haben mir mitgeteilt damals, sie möchten ein öffentliches Gedenken, was das auch immer sein mag. Ich habe dann darauf beharrt, ich habe dann damals auch vor Ort
eben Veranstaltungen gemacht. Ich hatte dann die Unterstützung bekommen von der damaligen SPD-Vorsitzenden, Hertha Deublack-Mehlin. Und so ging halt der Schriftverkehr durch die Presse und überall halt wegen dieser Tafel, bis dann endlich eingewilligt wurde. Ab wann gibt es diese, gibt's, also da gibt es jetzt quasi so eine Aufklärungstafel in Tübingen? Es steht da drauf, ja, es gibt auch eine, es gab schon zuvor, gab es eine Tafel für die jüdischen Bürger, die deportiert worden waren, und das ist auf dem Holzmarkt in Tübingen an der Mauer der Stiftskirche. Und da ist auch nebenan dann damals diese Tafel für unsere Minderheit errichtet worden mit einer Gedenkveranstaltung, bei dem leider glaube ich, es waren nur zwei da. Okay. Das heißt, es war hier auch wieder eben dieser Kampf, um die Anerkennung überhaupt verhindern zu dürfen oder aufklären sozusagen. Ja, also es war für mich nicht verständlich, was will man einer Minderheit denn sagen, wenn man will öffentlich gedenken, was hat man da für eine Vorstellung? Also ich fand es schrecklich, aber ich bin froh und dankbar, dass ich das geschafft habe und konnte das erreichen, dass die Tafel doch errichtet wurde dann. Das war 95. Aber auch Asberg, wo man weiß, es war ein zentraler Ort für Baden-Württemberg, ja, in dem ja die Menschen dahin verbracht wurden und von da eben in die Ghettos und Konzentrationslager nach Polen. Und das ist eben auch, der Bürgermeister war sehr wohl eigentlich mit einverstandener Tafel, aber ich wollte diese Tafel an diesem Bahnhof haben. Von dem die Menschen ja deportiert worden sind. Ne? Ja. Und das wollte die Bahn nicht. Oh, okay. Ja, und dann ging es da wieder los. Dann musste man sich da wieder auseinandersetzen, wieder mit Presse und allem Möglichen. Und dann hatte man da, habe ich dann damals die Unterstützung bekommen vom damaligen Verkehrsminister Wissmann, war das. Und der hat sich dann da eingeschaltet und mit denen halt verhandelt, und daraufhin dann habe ich die Zusage erhalten, also es kann diese Gedenktafel eben angebracht werden an diesem Bahnhof. Ja. Und somit war das eigentlich die erste für die Menschen in Baden-Württemberg, aber es kamen auch viele andere, die kamen alle zu der Gedenkveranstaltung damals. Wir hatten als Enthüllung oder Einweihung war es der 16. Mai. Also 1995, an dem das stattfand, die Enthüllung und die Gedenkveranstaltung, und die Menschen kamen, wir hatten glaube ich drei Reisebusse, und viele von den Leuten haben dann auch diesen Weg mit mir zurückgelegt. Wir sind dann damals hochgefahren, zwar zum Hohen Asberg, und sind aber dann zu Fuß diesen Weg wieder heruntergegangen. Ja. Bei dem muss man sagen, es sind ja schon aus den alten Fotos, wo man sieht, dass auch Leute auf der Straße stehen oder hinter den Gardinen. Also das war das Gleiche bei dem damaligen Lauf 95, nicht anders. Das heißt, die Bevölkerung hat dann mehr zugeschaut, aber war sozusagen nicht anwesend, aber hat... Ja. Okay. Ja, man konnte auch sehen, dass manche so hinter den Gardinen vorgeguckt haben. Ne? Also es war schon auch irgendwie bedrückend für mich jetzt, ja, als ich das bemerkt habe. Aber es war eine schöne Gedenkveranstaltung der Stadt Asberg, und für die Menschen tat es gut. Wissen Sie, wenn die Menschen sehen, es waren die ersten Gedenktafeln und sie haben gemerkt, es wird anerkannt, wissen Sie, nach der vielen Leugnung, wo es immer geheißen hat, ach, euch ist ja nichts geschehen, das war nichts und all diese Sachen. Und dann plötzlich kam diese Anerkennung, und diese Tafeln haben eben das ausgedrückt, ja. Und das war natürlich eine ganz andere Sache. Und die Menschen, viele haben geweint, das muss ich sagen. Sehr viele Menschen haben geweint und waren da an der Tafel mitgestanden. Ich habe da auch noch Fotos und alle möglichen von der Zeit. Und es ist auch eine Sache, die eigentlich mir auch, ich denke daran gerne zurück, weil ich mich über diese Menschen so gefreut habe, die daran einfach auch mitgewirkt haben, muss man sagen. Ja. Und sie haben dann letztendlich doch dieses Ganze sehen dürfen, dass es anerkannt wurde, ja.
Ich hatte hier auch eh noch eine Frage, das passt hier eigentlich eh ganz gut, nämlich was für Sie so die größten Erfolgserlebnisse gewesen sind. Also es hört sich jetzt an, als wäre das so ein Schlüsselmoment für Sie gewesen dann mit Asperg. Aber gab es da auch noch andere, von denen Sie uns erzählen wollen? Ja, natürlich. Es gab auch andere. Wichtig war es für mich auch unter anderem, ich wollte immer, dass auch nach diesen Tafeln, dass auch die Menschen, die Überlebenden von Baden-Württemberg, dass eigentlich da mal ein Empfang stattfindet beim damaligen Ministerpräsident, das war damals Erwin Teufel, um einfach mal die Leute zu empfangen, ja, dass es mal einen Empfang gibt. Und da habe ich auch lange gebraucht und musste mich leider auch öffentlich damit auseinandersetzen mit dem Ganzen, und bis es dann unter ganzen Hin und Her stattfand. Ich möchte Ihnen erzählen, aber weil es für mich eine schöne Geschichte war, so traurig sie auch ist. Und zwar war es dann so, es war damals 50 Jahre Kriegsende. Und im Landesverband habe ich eine Einladung damals bekommen. Ich glaube, es waren circa 50 oder 60 Personen. Ich glaube, es waren 60 Personen, die daran teilnehmen sollten. Und zuvor war ja die Forderung immer wieder, man wollte ja nicht nur diesen Empfang. Es gab ja dann mittlerweile diese Effizienzbücher vom KZ Auschwitz, in dem alle Namen ja Namen. vorhanden sind, ne? Und die wollte man ihm natürlich als Staatsoberhaupt des Landes übergeben. Das war ja auch noch. Und dann war es halt so, bei der Einladung habe ich mich gefreut und habe mich dann auch im Antwortschreiben bedankt und habe gesagt, im Anschluss möchte man doch mit ein paar Leuten ihm diese Bücher übergeben, so am Rand, ne? Und ja, dann kamen, und ich bei dem ersten Einladung saß ich in der dritten Reihe. Ja, und dann kam ich Antwortschreiben, und es war dann so, dass man abgesagt hat und hat gesagt, das ist halt bei diesem Ganzen nicht möglich und laut Etikette und dem Ganzen, also es ging halt nicht. Und ich hatte dann schon eine Einladung bekommen, wo ich in der zweiten Reihe saß. Und dann habe ich zurückgeschrieben und habe halt, ja, und habe denen mitgeteilt, also wenn man bei so einer Gelegenheit wie 50 Jahre Kriegsende nicht die Möglichkeit hat, ihm als Ministerpräsident diese Bücher mit ein paar Überlebenden am Rande oder danach irgendwie zu übergeben, dann sieht man sich gezwungen, nicht teilzunehmen und dies eben der Presse mitzuteilen. Ja, Haben Sie für eine Antwort bekommen? dann kam die Antwort zurück, dass der Empfang stattfindet. Und ich saß dann auch in der ersten Reihe. Das Also macht das war halt für die Menschen, wissen Sie, jetzt, man muss sich mal überlegen, die Menschen, die so viel mitgemacht haben, ja, und um so vieles, um alles kämpfen mussten. Egal um die Entschädigung, um ihr Recht, um ihre Staatsbürgerschaft. Und jetzt endlich wird man mal so empfangen, für sie so eine große Persönlichkeit des Landes, ne? Und es war natürlich für die Menschen was Wunderbares. Aber es war auch wirklich wunderbar insofern, der Ministerpräsident hat dann auch, es waren viele Leute da, die eben aus dem Schwäbischen da oben waren und die natürlich genau auch Schwäbisch sprachen. Das hat ihn auch sehr, sehr gefreut. Und er war auch sehr erstaunt darüber, dass so viele eben Schwäbisch sprechen. Ne? Und es war auch eine Frau dabei. Er ist ja geboren, glaube ich, in Rottweil, und die war auch aus Rottweil. Und somit war das eigentlich dann eine Sache, die von da an war eigentlich das Eis gebrochen, und es gab eine wunderbare Zusammenarbeit von da an. Und es war dann auch so, dass er nachher später dann auch im Dokumentation- und Kulturzentrum in Heidelberg, Deutscher Sinti und Roma, war er auch im Kuratorium Mitglied. Ne? Das war er jetzt bis, glaube ich, bis vor 2 Jahren. Erwin Teufel bei Ihnen. Ja, also da ist dann wirklich eine gute Freundschaft daraus entstanden. Und das ist halt eine Sache, die einem dann freut, wo man sieht, dass das doch über alles drüber hinausgeht. Das ist sehr schön. Und dann konnten Sie letztendlich noch
Die Bücher konnten Sie dann da auch noch überreichen. Ja, natürlich bei dem Anlass konnte man die überreichen und das war natürlich schon eine tolle Sache für uns, also für die Menschen vor allem, ne? Und ich hatte hier auch noch was anderes. Sie haben schon kurz erwähnt, den Hungerstreik 1980 in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Hier wollte ich auch noch mal fragen, sind Sie da persönlich anwesend gewesen? Was waren da Ihre Erfahrungen oder? Also persönlich anwesend konnte ich damals nicht sein, weil damals war mein Vater gerade sehr krank. Er ist dann auch später verstorben und daher konnten wir auch mein Mann, ich glaube, mein Mann ist da kurz hingefahren, aber konnte da nicht bleiben. Und bei mir, ich konnte ja da nicht mit. Also es war halt schon eine riesengroße Sache. Und für uns war es halt hier, ich lebe ja in Mannheim. Das ist auch eine Geschichte, die muss ich Ihnen sagen, erzählen vielmehr. Und es war dann so jedenfalls. Wir haben das da spannend verfolgt, was da geschieden ist. Es hat sich ja wenig gerührt am Anfang. Und es war dann so, dass eben hier aus Mannheim auch Familienväter dabei waren am Hungerstreik, also die dabei teilgenommen haben. Und wie der Herr Peter und der Herr Franz und wer war da noch dabei jetzt im Moment, komme ich jetzt ganz schnell auf den Namen. Also es waren zwei, drei von den Vätern. Und es war dann so, es war ja Ostern, man weiß, zu der Zeit war eine Woche nach Ostern Kommunion. Und denn ihre Kinder sollten zur Heiligen Kommunion gehen und die waren jetzt immer noch, es war glaube ich donnerstags oder freitags schon, sowas um den Dreh und die Väter waren immer noch im Hungerstreik. Und das hat mich natürlich auf die Barrikaden gebracht, die anderen Frauen natürlich auch. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, mich bei der Kirche zu beschweren. Und so habe ich dann ausfindig gemacht, habe angerufen bei verschiedenen Diözesen, unter anderem Freiburg, Rottenburg. Und die in Freiburg, nee, in Köln habe ich dann auch angerufen. Die haben mich immer weiter verwiesen. Und so war dann da jemand, der mir gesagt hat, im Moment ist in Bonn eine Bischofskonferenz. Ich gebe Ihnen jetzt diese Nummer, da können Sie da anrufen. Habe ich dann gemacht. Und dann hat man mir am Telefon gesagt, Sie geben es gleich weiter. Erstens habe ich mich ja beschwert darüber, dass hier weder die Politik noch die Kirche dazu Stellung nimmt und sich dafür einsetzt und dass hier Väter mit dabei sind, wo die Kinder zur Kommunion gehen sollten am Sonntag. Und habe halt meinem Frust da eben Platz gemacht. Und daraufhin haben die das dann auch weitergegeben. Und ich bin hingegangen und habe diese Telefonnummer all den anderen Frauen gegeben. Ne, somit war bei denen halt ziemlich viel los dann. Wie Hildegard Lacrene, ihre Tochter. Und ach, waren die ganzen Frauen, die halt da waren und haben da angerufen. Und ja, abends kam dann durchs Fernsehen, hat ja dann endlich war ja dann der Abbruch, die Politik hat sich gemeldet, aber vor allem auch die Kirchen, beide Bischöfe haben sich solidarisch damals mit ihnen erklärt und somit konnte dann der Hungerstreik beendet werden und es gab dann eine schöne Kommunionfeier auch der anderen. Dann haben Sie da auch ihren Beitrag geleistet, Man sozusagen. musste das tun, wissen Sie, wenn man in der Familie, in einer Familie eigentlich so groß aufwächst, in dem die Eltern Überlebende waren. Meine waren eben betroffen von der Mai-Deportation und hatten ja soweit überlebt. Aber natürlich hat mich auch die Familie meines Mannes geprägt. Sie waren beide Auschwitz-Überlebende. Und die erste Familie von meinem Schwiegervater, die ist komplett in Auschwitz geblieben. Ja, er war ja Auschwitz-Überlebender und er ist 43 im März, ich glaube 15. März 1943, nach Auschwitz deportiert worden mit seiner Frau. Vier Kinder hatte er. Der Bruder war dabei, Vater und Mutter. Und er war der einzige Überlebende. Der einzige, der das Ganze überlebt hatte. Es war er. Und meine Schwiegermutter war auch Auschwitz-Überlebende und die haben sich dann nach dem Krieg kennengelernt und so ist dann nochmal eine neue Familie entstanden, aus der dann mein Mann und seine Schwester hervorgingen. Das sind alles die Sachen, wenn man dann aber hört, was die Menschen so erlebt haben in dem Ganzen.
dann kennt man, was passiert ist, ja, weil die Menschen ja bei uns sind. Mein Vater ist 1977 gestorben und 79 vielmehr und meine Schwiegermutter 74. Und somit waren beide Elternteile bei meinem Mann und mir, ne? Wir haben sie damit versorgt und es war eine Sache der Selbstverständlichkeit. Und da hat man auch viel dann im Alter wieder mitbekommen, wie mein Schwiegervater, der hat gehört manchmal, als würde es klopfen. Das Ne? heißt, die Traumata haben Sie dann Die noch im Traumatisierung eben. Alter, wo es wieder hochgekommen ist. Er ist in Auschwitz, war er im Block 4, das ist ziemlich nah am Krematorium. Und man muss sagen, die haben wohl dieses Klopfen mitgehört, was da war, wenn die Leute in die Gaskammer waren. Und irgendwie kam das im Alter wieder zurück. Dazu muss ich auch sagen, er war auch einer, es gab ja auch das sogenannte Z-Orchester in Auschwitz. Und er war einer dieser Musiker, ja. Ja, der Vater von Ihrem Mann. Von meinem Mann, ja, mein Schwiegervater. Er war ja auch in der Musikhochschule damals und damals wurde er ja auch aus der entlassen. Da gibt es auch ein Schriftstück, wo sein Name mit draufsteht, wer damals alles ausgeschlossen wurde aus der Musikhochschule. Und als er dann, er ist eigentlich, seine Familie war schon alle, die waren schon alle tot, bis auf einen Sohn, den Ältesten. Und er wurde dann laut der Akten, ist er am 31. Juli, ist er von Auschwitz nach Buchenwald gekommen. Und dort ist er, glaube ich, am 2. oder 3. August eingetroffen. Also es war genau die Auflösung. Und er wollte seinen Sohn mitnehmen. Der hat auch geweint und hat gesagt, Papa, Papa, nimm mich doch mit. Und so hat er, hat er natürlich, wollte er seinen Sohn mitnehmen, aber er durfte nicht, hat geheißen, er käme nach. Und als ich dann mit meinem Mann nochmal 2016 in Buchenwald war, er war für Herrn Rose eine Vertretung da, hat man uns mitgeteilt, dass er dann eben nach der Befreiung auch nochmal später gekommen ist. Aber warum haben sie nicht gewusst? Aber wir haben es ja gewusst, ne? Weil er doch gedacht hat, dass vielleicht der Sohn doch noch kommt. Der war damals in Auschwitz 10 Jahre. Das heißt, er ist sozusagen auch für ihn nochmal zurückgekommen und wollte. Ja, okay. Ne? Ja, ich habe auch ein Gedicht, was mein Mann geschrieben hat, gerade in Bezug auf seinen Vater. Das kann ich Ihnen lesen, wenn Sie wollen, oder man könnte es erst machen. Ja. Ja, das ist von 1991. Es war so, dass mein Schwiegervater damals zu uns in die Wohnung kam und hat sich dann so in den Türrahmen vom Wohnzimmer gestellt und hat eigentlich so gesagt, ja, warum lässt mich Gott eigentlich so alt werden? Ja, er wurde 86. Und nach dem Ganzen. Und ja, und es hat uns auch sehr bewegt. Und mein Mann hat dann damals dieses Gedicht verfasst. Worte meines Vaters vor den Toren von Auschwitz. Damals, als wir vor den Toren Auschwitz standen, meine Familie und ich, wusste ich, dass uns nichts Gutes erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass das Grauen auf uns wartet. Damals vor den Toren von Auschwitz, als ich da stand, wusste ich nicht, dass man mir meine Familie nimmt. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen so grausam sein können. Meine Frau, meine 4 Kinder, Mutter, Vater und Bruder, alle nahmen sie mir. Alle mussten sie gehen. Warum? Damals, als ich vor den Toren von Auschwitz stand, als Muselmann, seelisch zerbrochen, innerlich ausgebrannt, so leer.
wusste ich nicht, dass ich überlebe. 46 Jahre ist es nun her, seit ich damals vor den Toren von Auschwitz stand. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich so alt werde. Viel Schmerz und Leid sind seitdem fast zergangen. Die Erinnerung an Auschwitz ist geblieben. Alt geworden überlebe ich Gefangener meine Erinnerungen hinter den Toren von Auschwitz. Vielen Dank, dass Sie das vorgelesen haben. Ja, das hat mein Mann damals geschrieben, Reinhold Lagrene. Das war auch die Bewegung für ihn dazu, dass er so viele Übersetzungen von Gedenktafeln wie Mauthausen und vor allem halt am Großen Mahnmal an Berlin da diese Übersetzung gemacht hat, auch von Spinelli dieses Gedicht. Er hat es in Romanes dann übersetzt. In unser Romanes, ja. Okay. Ja, das. Ich hatte auch noch eine Frage, also ich hatte hier auch noch eine Frage, wie Sie persönlich oder wie, also auch in dem Familienverbund, wie Sie Ihre Geschichte verarbeiten oder wie, also ob es etwas gibt, wie Sie damit irgendwie umgehen oder irgendwas, was Ihnen Trost spendet oder. Möchte ich so nicht sagen, aber ich beziehe daraus durch dieses, was geschehen ist und gerade besonders unserer Familie, ist es eigentlich für mich immer wieder so eine Motivation, weiterzumachen und gerade eben vielen jungen Leuten davon zu erzählen, was geschehen ist. Ja. Dass es nicht irgendwas Erfundenes war, sondern die Realität, was damals war und was auch heute immer noch geschieht, ist eigentlich nicht vorzustellen. Ich meine, es gibt so viele Gespräche mit Jugendlichen, es gibt Führungen im Dokuzentrum ohne Ende, auch von den Verbänden und ich bin viel auch unterwegs und ich gehe gerne mit Jugendlichen und spreche auch gerne mit ihnen, weil die Jugend ist die Zukunft. Ja. Und wenn wir die Jugend nicht aufklären, was soll da geschehen? Es darf niemals vergessen werden. Das sind wir unseren Toten schuldig. Und vor allem ist es wichtig heute, ich denke, viele junge Leute, die wissen vom Nationalsozialismus ganz wenig oder gar nichts. Aber ich denke, die Geschichte, und es ist eine gemeinsame Geschichte, nicht nur die Geschichte der Sinti und Roma, es ist auch die Geschichte der Deutschen oder international, ja. Was hier geschehen ist. Im Nationalsozialismus und man ist verpflichtet, es an die Kinder weiterzugeben. Ja. Wieso geschieht es heute, dass kleine Kinder im Kindergarten Vorurteile haben? Wie kann sowas passieren? Normalerweise haben kleine Kinder keine Vorurteile, die bekommen sie nur von zu Hause. Ja. Ja? Und ich denke, das fängt zu Hause bei jedem an. Und wenn zu Hause Aufklärung stattfindet, dann können wir auch was verändern. Ich denke, in den vielen Jahrzehnten, in denen es die Bürgerrechtsbewegung und Organisationen gibt, hat man so viel geleistet, man hat so viel aufgeklärt, man hat so viel getan. Und ich denke, es ist immer noch nicht genug, aber ich denke, dass wir schon eine ganze Menge geleistet haben und dass jetzt vielleicht mal es an der Mehrheitsbevölkerung liegt, selbst mal zu gucken und aufzuarbeiten und darauf hinzuweisen. Es ist heute noch mehr wichtiger denn je, einfach einzuschreiten gegen jede Art von Rassismus. Ja. Ja, das darf einfach nicht mehr geschehen, was damals war. Das sind mir, denke ich, ja, das ist eine Verpflichtung, die man hat, auch wenn man hier in Deutschland lebt. Aber es sollte auch international eine Verpflichtung sein. Was würden Sie das denn liegt sagen? Mir am Herzen. Ja. Was würden Sie dann sagen, muss eben zum Beispiel jetzt auch von der Mehrheitsgesellschaft, was sind so Punkte, die hier wirklich noch verbessert werden sollen, eben auch an der Erinnerung an den Völkermord, an die Sinti, die ja eben, also vor allem jetzt in der Mehrheitsgesellschaft nicht besonders groß ist oder vor allem ist das Wissen nicht besonders groß. Was würden Sie denn sagen, was muss hier vor allem auch noch verbessert werden? Also ich denke, die Erinnerungskultur ist ja sehr wichtig.
Aber ich denke, vor allem ist es auch wichtig, dass man einfach sich bewusst macht und in den Familien einfach sich einfach mal darüber Gedanken macht, wie kann sowas passieren, wie kann sowas entstehen. Wir sind doch alles Menschen. Man sollte nicht nach Nationalität gehen. Ja. Sollte nicht unbedingt sein, aber hier in Deutschland vor allen Dingen muss man sich doch bewusst sein, was war die Geschichte. Und wenn jeder sich mit seiner eigenen Geschichte befasst, denke ich, dann kommt man ein Stückchen weit mehr der ganzen Sache näher. Und man kann auch seine Kinder aufklären, kann sagen, also sei so gut, hör mal, das sind die in Familie vielleicht im Umfeld eingezogen. Mit den Kindern könnt ihr spielen, selbstverständlich, oder sowas in der, seid Kameraden oder so. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen, die Kinder machen, und jeder muss seine eigene Erfahrung, denke ich, machen von dem. Und es gibt viele positive. Und was ich halt in heutigen Zeit, wenn man überlegt, wir haben jetzt 2021 und dass es noch Sinti gibt, die ihre Sprache nicht mehr sprechen. Ja. Aus Angst oder die sich nicht mehr zu erkennen geben als Sinti oder Roma. Ich finde, es ist schlimm. Man muss mal überlegen, wenn sie jetzt irgendwo sind im Ausland, ich habe schon oft gehört, dass man manchmal die Schüler, die im Austausch irgendwie sind, auch in Amerika oder so, auch schon so eine Erfahrung gemacht haben als Deutsche. Aber ich denke, die Sache ist viel zu ernst. Man soll das nicht so leicht nehmen. Man soll wirklich seine Kinder aufklären oder einer den anderen. Wenn man einen kennt, kennt man nicht alle. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und für mich ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, das ist der Völkermord. Wissen Sie, wenn wir den Völkermord vergessen, verleugnen oder einfach nicht mehr gedenken an die Menschen. Ich hoffe, ich habe das weitergegeben. Ich habe das auch an meine Kinder weitergegeben, auch meine Enkel. Mittlerweile habe ich auch 3 Urenkelinnen. Die wissen auch schon so ziemlich gut Bescheid. Die kriegen das auch immer mit. Aber wenn ich dieses vergessen würde, dann gibt man sich selbst auf. Verstehen Sie? Ja. Es ist einfach ein Teil von uns. Es ist ein Teil unserer Identität. Das gehört einfach zum Leben. Ja. Und darum appelliere ich immer wieder, man muss aufeinander zugehen, man muss wirklich gucken, dass man sich gegenseitig einfach ein Verständnis gegenüber jedem, wie man jedem anderen auch gegenüberbringt, dass man sieht auf den Menschen und nicht auf die Urteilsstruktur. Ja, würden Sie sagen, in der Erinnerungskultur heute, dass es da, also ich beziehe es jetzt einfach mal auf die deutsche Erinnerungskultur, dass es da Unterschiede gibt, also wie Nicht-Sinti und Sinti erinnern? Ich weiß es halt nicht, wie es im Allgemeinen ist. Ich möchte es auch nicht verallgemeinern. Es gibt viele Gruppen, die das nach wie vor pflegen und einfach auch Initiativen ergreifen, um das gedacht wird. Und ich finde es einfach auch ganz wichtig. Bei uns ist es eine Sache der Selbstverständlichkeit. Genauso ist es selbstverständlich, wir haben nicht mehr viele Überlebenden bei den Deutschen Sinti, die sind ganz wenig hier noch und die haben ein reichlich betagtes Alter. Und aber jedes Jahr, außer jetzt, wo es in Corona war, fährt man nach Auschwitz in diesen Gedenktagen. Und ich finde es wichtig, soweit man das kann, dass man daran immer noch teilnimmt, ja. Und dass das einfach gepflegt wird. Weil ich denke, der Name Auschwitz steht für vieles. Und dazu muss man gar nicht viel sagen. Und es ist einfach wichtig. Selbst für mich, sehen Sie, die viele Jahre in der Bürgerrechtsbewegung. Ich war 2019 das letzte Mal da, weil 20 war ja das mit Corona. Ja. Und da war ja auch als Gast Jesse Jackson dabei. Mhm. Und es gab eine Zeitzeugin aus Ungarn, eine Jüdin, die auch ihr Zeitzeugenbericht vorgetragen hat. Sie war zu dem Zeitpunkt mit der Auflösung vom 2. auf den 3. August, wo es ja 4.300 Menschen waren, die in dieser einen Nacht ermordet wurden. Und zwar vom Kleinkind bis zum alten Menschen, alte und kranke. Und es war ja lange nicht
bekannt und bewusst, dass es statt, man dachte ja immer, es waren 2300, aber es waren 2000 mehr, also 4300. Und sie sagte dann, wie das passiert ist. Die kamen dann, sie wollten die Menschen aus diesen Baracken rausholen, dass sie rauskommen, die Menschen gingen nicht raus. Und dann kamen sie mit Flammenwerfer und haben die Menschen aus den Baracken getrieben. Ich kann Ihnen hier gar nicht beschreiben, was in dem Moment in mir vorgegangen ist, wie Menschen so etwas tun können. Kann man nicht beschreiben. Das war eine Sache, die ich nicht wusste, muss ich sagen. Ich war so erschüttert darüber. Ich kann es Ihnen nicht, gar nicht so wiedergeben, wie es eigentlich war, was sie da erzählt hat, wie das abgelaufen ist. Und man hat sie ja dann getrieben zu dem kleinen Krematorium da hinten, das ja außerhalb so ein Stückchen von dem Großen war. Und da hat man sie ermordet, dann vergast und verbrannt. Und da ist auch noch ihre Asche. Und auch in dem kleinen See, der es ja mittlerweile da hinten gibt. Und ja, man kann es nicht beschreiben, auch in diesen Wasserbecken, die es ja da gibt, auf dem Gelände noch. Wenn man da so an den Rand geht und so am Rand unter dem Wasser, was da drin ist, so ein bisschen da reinpackt, so mit den Fingern, dann ist da noch die Asche. Also das sind die Sachen, die kann man nicht vergessen und die darf man auch nicht vergessen. Ja. Sonst vergisst man sich selbst. Auf jeden Fall. Ich hatte auch noch eine Frage generell, wenn wir jetzt eben über Gedenken und Gedenkorte so geredet haben. Dann wurde ja auch, ich glaube 2012 war das ja auch in Berlin, das Denkmal eingeweiht beim Tiergarten. Ne? Und ja. Das ist ja auch aktuell, also was ich jetzt gefunden habe, ist ja aktuell die Existenz auch wieder bedroht durch Pläne der Deutschen Bahn. Und da gibt es ja auch zum Beispiel so Petitionen oder so ein Verein, der sich ja dafür engagiert, dass hier keine zum Beispiel so eine U-Bahn-Trasse oder so darunter gebaut wird. Sind Sie da auch aktiv, um eben diesen Gedenkort so zu wahren noch? Selbstverständlich. Ich denke, es gibt viele momentan Aktionen. Ich finde es auch gut, dass es die gibt. Aber ich weiß auch, vorab muss ich sagen, also es ist für mich unvorstellbar, wie die Bahn überhaupt auf so eine Idee gekommen ist. Das würde man sich niemals in Erwägung ziehen, es beim Gegenüber, bei dem Mahnmal der ermordeten Juden Europas zu machen. Und hier zieht man das einfach in Erwägung. Und das Schlimme ist, es gab Verhandlungen schon ab 2017 und der Zentralrat wurde erst da letztes Jahr eigentlich informiert. Das muss man sich mal vorstellen. Also sie wurden quasi nicht mit einbezogen? Nein, nicht mit einbezogen. Das hat man einfach ignoriert. Also ich finde, das ist eine riesengroße Sauerei und das muss ich so benennen für die Deutsche Bahn. Ich denke, sie hat sich ja auch nicht gescheut, damals die Fahrkosten zu kassieren für die Menschen in den Tod. Ja, und jetzt kommt sie auf die Idee, ohne weiteres, ohne jemand zu fragen. Also ich denke, sie hätten den Herr Rose, den Zentralrat, fragen müssen. Ja. Das ist das Mindeste. Ich finde es ist einfach nicht zu verstehen und ich finde es einen riesengroßen Skandal, wie man auf so eine Idee kommen kann. Ja. Es gibt jetzt da Verhandlungen, was daraus wird, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur den letzten Stand vom Zentralrat und der ist eben, dass es so erhalten bleiben soll, wie es da steht, dass es nicht angetastet wird. Es gibt keine Baustelle. Und es soll eventuell, wenn überhaupt, dann unterirdisch gibt es ja einen Gang, wo immer täglich diese Blume aufgelegt wird. Von diesem Gang soll was gekürzt werden oder ne, wo diese Trasse führt. Und von den Bäumen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich nicht auf dem Gelände selber vom Mahnmal. Da soll ein, zwei Bäume gefällt werden, die werden aber später wieder dahin kommen.
Aber ansonsten soll da nichts angetastet werden. Das ist der letzte Stand. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Wird die Trasse vielleicht doch noch verlegt, wie auch immer. Aber man sieht, wie schnell so etwas vergessen wird. Ich kann das nicht anders benennen. Wie kann man mit sowas so umgehen? Es ist nicht zu verstehen. Ja. Es ist ein Skandal, nicht nur für die Deutsche Bahn, für Deutschland. Ja. Auf jeden Fall ist ja genau wieder ein Ort, an dem eben die, also die Erinnerung beziehungsweise überhaupt die Anerkennung, die Wichtigkeit sozusagen angegriffen wird. Ich denke, man hat auch lang genug gekämpft um dieses Mahnmal. Es hat lang genug gedauert, bis man da war, ne? Wo man jetzt da 2012 dann endlich war bei der Einweihung. Wir waren damals, glaube ich, das war auch 95, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weiß jetzt, aber es gibt da noch Fotos, wo man sieht, hier, wenn ich, kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Ja, da ist mein Mann noch mit drauf. Das ist in Berlin jetzt. Das ist Berlin und hier bin ich drauf im Hintergrund. Hier vorne bin ich irgendwo drauf und da sieht man, ich weiß nicht, ob man es sieht, schauen Sie mal. Perfekt, perfekt. Brandenburger Tor da hinten. Ja. Wo sind Sie da auf dem Weg? Können Sie das? Ja, da war ich im Moment. Ich gebe Ihnen noch ein anderes. Da sehen Sie es auch so. Da ist im Vordergrund noch der Herr Rosenberg, Otto Rosenberg. Mhm. Ne, hier ist Hildegard Lacrene. Ja. Und da, ich bin da zwischendrin, da mit diesem braunen Kostüm. Ah, wann sind Sie da gewesen? Wann ist das Bild entstanden? Ich glaube, es war 1992. Ah, okay. Es muss 92 gewesen sein. 91 oder 92, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 92. Sie können auch gerne, wenn Sie noch andere Bilder haben, die auch noch... Also darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, alles gut. Nein, nein, das ist gar kein... Aber jetzt allein schon daran, dass jetzt eben wieder dieses Denkmal in Berlin sozusagen gefährdet ist, das ist ja schon, also wie bewerten Sie jetzt aktuell die deutsche Aufarbeitung sozusagen des Völkermords an den Sinti? Was ist da so Ihr Urteil oder Ihr gerade? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich meine, das ist von Politik zu Politik sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich denke, im Moment hatten wir jetzt hier gerade betreffend einer Tagung in der Studie Antiziganismus oder Rassismus, wie man das auch nennt, ist ja ganz neu gewesen, jetzt in Berlin, die erstellt wurde. Und wenn man dann sieht, dass da Politiker sitzen, wenn man darüber spricht, wie man dem Ganzen, wie man damit umgeht in Zukunft, ja, mit dem Rassismus, die dann sagen, in den eigenen Reihen, es gibt ja auch in den Behörden Rassismus. Ja. Das bei der Polizei kann man nicht leugnen, auch in den sämtlichen Behörden, auch in der Politik, in diesen verschiedenen Ämtern. Gibt es auch bei Jugendämtern, das kriegt man immer wieder zu hören. Aber wenn da dann jemand sitzt, der dann sagt, es gäbe da nichts aufzuarbeiten und es gäbe in den eigenen Reihen keinen Rassismus, dann muss ich mich fragen, wo ich bin. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt habe ich, da habe ich eben auch noch eine, da habe ich auch noch eine Frage. Eben, also wie Sie jetzt schon gesagt haben, gibt es immer noch viel zu viele Vorurteile heutzutage gegen Sinti und Roma. Und die sich auch es gibt ja auch immer wieder Skandale, zum Beispiel auch im Fernsehen und über die Kontinuität, in denen auch wieder das Z-Wort benutzt wird, auch im öffentlichen Fernsehen. Und was ist Ihre Meinung? Wie kommt es, dass sich diese Vorurteile auch einfach so hartnäckig einfach halten und in den Köpfen immer noch so vorhanden sind? Ist das eben eine schlechte Aufarbeitung? Genau, Sie bringen es auf den Punkt. Das ist die schlechte Aufarbeitung. Sonst wäre man sich doch darüber bewusst, dass man dieses Wort nicht benennt. Warum soll man das benennen? Selbst wenn man weiß, dass es einige Leute gibt, die sagen, ihnen macht es nichts aus, so benannt zu werden. Aber wir haben uns noch nie so benannt. Schon immer haben wir gesagt, wir sind Sinti, ja? Oder ein Rom, der sagt, ich bin Rom. Mhm. Ja? Aber dass man dieses andere Wort benutzt, das ist eigentlich...
nicht der Fall. Das hat man, man hat, wir haben uns seit Jahrhunderten schon immer so benannt, Sinti. Ja. Und deswegen sollte man auch dieses andere Wort nicht benutzen. Und wer das dennoch tut, also der hat sich mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt und hat auch nichts daraus gelernt. Ja. Auch noch eine weitere Frage, die ich hatte. Also als Aktivistin sind Sie, also natürlich sind Sie jetzt sozusagen bei uns in und bei unserer Jugendbegegnung zu Gast. Aber Sie sind ja auch, also Sie besuchen ja auch mehrere. Und gibt es hier, also können wir hier zum Beispiel auch Werbung machen für andere Jugendbegegnungen oder andere Vereine von und für junge Romja und Sintize, die ja auch eben, ja, die ja auch Bildungsarbeit machen, an dem sich vielleicht dann eben die Leute, die das jetzt hier sehen, nochmal weiter orientieren können und also ja, lernen. Selbstverständlich. Also soweit es mir möglich ist, bin ich immer gern dazu bereit, wenn ich eingeladen werde, auch vor Ort zu kommen. Ich denke, die Corona-Maßnahmen sind im Moment etwas besser oder vielmehr sind am Abklingen, was wir alle hoffen. Und aber es gibt auch viele Möglichkeiten, eigentlich im Dokumentation Kulturzentrum möchte ich hinweisen, in Heidelberg ist halt eine Riesenausstellung, in dem eigentlich alles vorhanden ist und eine gute Aufklärung stattfindet. Dazu ist es auch noch, die Mitarbeiter sind da, indem man unterschiedliche Referate eigentlich auch sich anhören kann. Mhm. Und ich finde es einfach wunderbar, und dass es vor Ort stattfindet. Aber auch in Heidelberg selbst habe ich ja die Geschichte aufgearbeitet eigentlich. Die Geschichte meiner Familien, sage ich jetzt mal. Ja. Das waren Angehörige und ich bin froh, dass ich eigentlich das viele wusste und darauf gekommen bin, eigentlich durch die Überlebenden, durch die Eltern. So, mhm. So konnte ich auch dann diese Geschichte aufarbeiten von den Überlebenden und heute gibt es eigentlich jährlich, also es ging jetzt letztes Jahr und dies Jahr auch nicht, aber es gibt jetzt online, ich werde morgen in Heidelberg sein, dann machen wir die Begehung in online, mhm. einfach mal festzuhalten und dann gehe ich mit den Leuten durch die Straßen und es gibt da unterschiedliche Berichte über die Familien, die da lebten, wohnten und was mit denen so im Einzelnen geschehen ist. Ne? Und machen Sie auch eine Stadtrundgänge, machen Sie? Ja, die mache ich da, genau. Die mache ich. Die gehen dann von der Steingasse, das ist eigentlich diese direkte Brücke, die direkte Straße über die alte Brücke, ja, mhm. und dann bis zum Maschstall, wenn das Ihnen was sagt. Das ist so am Ende. Ne? Ja. Naja, also diese Straßen da, da haben die Leute überwiegend gewohnt und meine Familien und wie gesagt, diese Begehung macht man immer und das ist, was mich freut, ist auch immer, wenn wir die bis jetzt gemacht haben, waren viele Leute dabei, mhm. wo man wirklich sagen muss, ja, das freut einem, dass man sieht, was für eine Anteilnahme da doch vorhanden ist, ja, und dann im Anschluss meistens halte ich dann, ich habe ja ein Referat auch erarbeitet, in dem so einzelne Sachen auch vorgehen, auch der Umgang, wie das mit der Stadt überhaupt war, mit dem Ganzen. Und es gibt auch eine Gedenktafel in Heidelberg. Die gibt es auch eben in der Steingasse, das ist diese Straße. Kann man das dann auf der Webseite von dem Landesverband, sind Sie da dann auch sozusagen verlinkt? Eigentlich im Dokumentationszentrum. Ich bin eigentlich nicht mal so im Landesverband. Okay, alles klar. Ehrenamtlich mal ja, aber so eigentlich nicht mehr. Okay, das heißt, wenn jetzt auch die Teilnehmenden noch mehr über Sie wissen wollen, dann können Sie zum Beispiel beim Dokumentationszentrum in Heidelberg schauen und ja, da. Oder im Internet findet man mich ja ganz viel eigentlich. Da gibt es ja jede Menge und an für sich, man hat ja mein, Sie haben ja meine E-Mail-Adresse und über E-Mail kann man mich ganz gut erreichen. Ja, perfekt. Dann möchte ich mich jetzt für das Gespräch mit Ihnen bedanken und dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns so viel gezeigt haben, auch die Bilder mitgebracht haben und besonders auch dafür, dass Sie das Gedicht vorgelesen haben. Vielen Dank, das hat mich sehr berührt und ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei Ihnen und Sie sind jederzeit herzlich willkommen bei der Jugendbegegnung. Wir werden auf jeden Fall Sie bestimmt auch nächstes Jahr nochmal einladen und hoffentlich auch mal wieder in Präsenz da haben. Genau. Tun Sie das. Ich werde kommen. Sobald wie es mir möglich ist, komme ich. Perfekt, okay. Ja, vor allen Dingen bleiben Sie gesund und ich wünsche euch weiterhin Erfolg und haltet fest an eurer Arbeit, die ist wichtig. Ja, und gebt sie auch weiter. Vielen Dank. An eure Freunde. Dann. Ja.